Ja, es ist vor allem ein sehr vernünftiger Schritt und eine sehr vernünftige Ankündigung rechtzeitig vor der tatsächlichen Maßnahme. Es gibt eine ganz klare Ansage, wenn die Zahlen weiter steigen. Es gibt zwar noch nicht eine genaue Definition, bis wohin sie steigen müssen, aber es gibt allen noch die Möglichkeit, sich jetzt impfen zu lassen, die vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus welchen Gründen immer dies nicht getan haben. Wir wissen, dass die Impffreudigkeit in den letzten Wochen sehr stark abgenommen hat, woran immer das liegen mag, vielleicht an den Urlaubern, vielleicht am schönen Wetter. Auf jeden Fall wissen wir, dass die 57% Durchimpfungsrate viel zu wenig sind, um eine Herdenimmunität zu gewährleisten. Das heißt, obwohl die Regierung informiert, obwohl es Werbung gibt dafür, obwohl es genug Argumente gibt in allen Medien, OE24 TV beschäftigt sich mit diesem Thema ständig, der ORF beschäftigt sich in all seinen Sendungen, in seinen Informationssendungen ständig damit, alle anderen öffentlich zugänglichen Medien greifen das Thema auf. Das heißt, es gibt ausreichend Information, um die Menschen von der Sinnhaftigkeit der Impfung zu überzeugen oder doch zu informieren. Und daher denke ich, ist es gut, jetzt auch rechtzeitig zu sagen, welche Konsequenzen das haben wird. Und die 1G-Regelung hat eben zielt darauf ab, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Jetzt wissen wir natürlich, dass gerade in der Nachtgastronomie sehr viele Jugendliche auch unterwegs sind oder eben auch junge Erwachsene. Und natürlich auch gerade in dieser Altersschicht, die Durchimpfungsrate noch sehr gering ist. Ist das dann ein bisschen so, wie wenn dann die Eltern sagen, wenn du deine Hausübung nicht machst, dann darfst du nicht rausgehen? Also ein bisschen so mit der Rute schon, die jetzt schon ins Fenster gestellt wird. Ist das der richtige Ansatz oder sollte man vielleicht auch den Dialog mehr suchen, sei es jetzt Infostände in Nachtclubs oder wo man einfach auch auf die Jugendlichen zugeht? Wir haben immer wieder auch hier Jugendvertreter bei uns gehabt, die gesagt haben, mit uns redet eigentlich keiner. Das stimmt so sicher nicht, denn es gibt und gab in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Initiativen, die gerade darauf abgezielt haben, Jugendliche zu erreichen. Das heißt, die Information vor die Strandbäder zu tragen, vor die öffentlichen Bäder zu tragen, die Information vor Clubs zu tragen, an jene Stellen zu gehen, wo Jugendliche auch anzutreffen sind. Also nicht nur in den Impfzentren, sondern in Einkaufszentren zu gehen und dort zu informieren und auch direkt zu impfen, sich an leicht zugängliche öffentliche Plätze zu stellen und dort zu impfen. Und natürlich vor jeder Impfung gibt es auch eine sehr umfangreiche Aufklärung, eine Information durch ärztliches Personal. Also niemand kann sagen, dass er in Österreich nur einfach geimpft wird, ohne dass ihm jemand auch darauf aufmerksam macht, worauf er in den nächsten Stunden oder Minuten und in den nächsten Tagen besonders achten soll, ohne auch zu sagen, was alles eintreten kann. Also niemand kann das in Österreich mehr behaupten, dass hier nicht sehr viel getan wird. Und jetzt geht es darum, Jugendliche probieren ja sehr gerne oft etwas aus. Das war in meiner Zeit schon so, das war in der Zeit meiner Kinder so und jetzt fallen meine Enkelkinder in diese Altersgruppe. Und ich glaube, da ist die Impfung eine der ungefährlichsten Varianten, wenn man Dinge ausprobiert. Da bin ich natürlich voll bei Ihnen, dass bei uns keiner geimpft wird, der jetzt eben uninformiert ist, weil man natürlich bei der Impfung gibt es ein ärztliches Gespräch vorab. Von dem her, da wird ja auch jeder dort informiert. Die Frage ist ja, um dann auch die Menschen zur Impfung zu bringen, da gibt es ja oft immer noch viele Personen, die gar nicht richtig informiert sind. Vor allen Dingen bei den Jugendlichen, die sich vielleicht nicht so drum gekümmert haben bisher. Die Frage ist ja auch, wie man die noch mehr abholen kann. Also ich hoffe da sehr auch auf den Schulbeginn, wenn die Jugendlichen wieder da sind. Ich hoffe sehr,
auf die Firmen, für die Lehrlinge, die auch Jugendliche erreichen können. Und ich hoffe jetzt sehr auch auf die Aktionen, die zum Beispiel die Stadt Wien setzt, um in bestimmte Gruppen, Communities zu kommen, die vielleicht bis jetzt sehr impffern war, also auch um in der entsprechenden Sprache zu informieren. Es gibt ja jetzt eine besondere Initiative im bevölkerungsstärksten Bezirk Wiens, in Favoriten, wo die Durchimpfungsrate am geringsten in ganz Wien ist. Also auch hier in Moscheen zu impfen. Jetzt wird die Gruppe der Sikhs auch bewusst angesprochen. Ich halte das für sehr vernünftig, vor allem auch die Information in der jeweiligen Landessprache, damit die Menschen auch wirklich wissen, warum es wichtig ist zu impfen oder sich impfen zu lassen. Vielleicht, wenn wir überhaupt auf die Gesamtimpfsituation in Österreich blicken, nicht nur bei den Jugendlichen. Wir sind ja mittlerweile vom Impfturbo zur Impfschnecke mutiert. Wir haben ja in ganz Europa, sind wir zumindest in West- und auch Süd- und Zentraleuropa, da hinken wir mittlerweile hinterher. Ganz vorne sehen wir Portugal. Portugal hat bereits 78% der Menschen mit einem Erststich und schon 67% der Menschen voll immunisiert. In Österreich stecken wir vergleichsweise immer noch bei 60% mit einem Erststich fest und 57%, die voll immunisiert sind, wo wir wissen, dass ist auf jeden Fall zu wenig. Warum schaffen es andere Länder hier, die Bevölkerung zu mobilisieren und wir augenscheinlich nicht? Also ich kann Ihnen nicht sagen, was Portugal hat, um diese Durchimpfungsrate so schnell so hoch zu bringen. Aber das wäre eine Aufgabe für unsere öffentlichen Stellen, sich dort zu informieren, was möglicherweise die Portugiesen so überzeugen konnte. Und ich hoffe sehr, dass man auch aus den Erfahrungen anderer lernen kann. Ich bin aber auch sehr froh, dass in der Zwischenzeit es klare Vorgaben für die dritte Impfung gibt, dass es hier auch vor allem für die vulnerablen Gruppen ab Oktober diesen dritten Stich gibt, dort wo notwendig. Und ich halte auch für sehr vernünftig das, was Virologen sagen, dass man Antigentests, die Tests zu Hause praktisch, die kostenlosen abschaffen will, dafür aber PCR-Tests forcieren und natürlich auch die vielleicht auch die Antikörpertests zu forcieren oder die Bestimmung der Antikörper, weil das auch Aufschluss geben kann über die Immunisierung bestimmter Gruppen. Eine schwierige Situation ist natürlich auch die, dass es ja mittlerweile, einerseits haben wir schon mehr als die Hälfte oder fast zwei Drittel haben wir mittlerweile schon geimpft oder beziehungsweise die haben schon gesagt, gut, ich lasse mich impfen. Und dann gibt es ja immer noch über ein Drittel, die sich entweder nicht impfen können oder eben auch noch nicht impfen haben lassen, weil sie entweder komplette Impfgegner sind oder auf der Kippe stehen. Und vor allen Dingen, es ist ja heute eine andere Zeit, als es früher war. Jeder hat ja mittlerweile mit seinem Smartphone die Möglichkeit, dass er ja selber auch zum Medium wird und einfach seine Meinung kundgeben kann. Und wir haben ja während der Europameisterschaft hatten wir 8 Millionen Teamchefs, mittlerweile haben wir 8 Millionen Virologen, jeder hat eine Meinung, jeder sagt, das ist so und dann gibt es halt welche, die das eben auch nützen und andere, die zuhören und obwohl die vielleicht gar keine Ahnung haben und die Frage ist auch schon für viele Menschen, die sind verunsichert, die wissen gar nicht, wem soll ich es eigentlich vertrauen, wem kann ich es eigentlich noch vertrauen. Wie würden Sie denn dieser Problematik jetzt versuchen, auch Herr oder Frau zu werden? Also ich glaube, dass unser ärztliches Personal, unsere Expertinnen und Experten im Bereich der Virologie, der Medizin durchaus glaubwürdig sind und dass wir diesen Personen auch vertrauen können. Und dieser Vertrauensvorschuss ist ja auch in den letzten Wochen und Monaten bewiesen worden. Wir haben ja unglaublich viele Menschen schon geimpft und wir haben eine ganz, ganz geringe Zahl an Zwischenfällen, die zu verzeichnen sind. Tragisch, das ist richtig, jeder einzelne Fall. Wenn es für denjenigen oder diejenigen, die es persönlich betrifft, aber im Prinzip ist die Impfung das weitaus geringere Risiko als eine Ansteckung ohne Impfung, weil wir dann wissen, dass der Ausbruch der Krankheit sehr vehement sein kann,
dass die Menschen dann sehr oft auf der Intensivstation landen können, Ungeimpfte. Wir sehen das ja jetzt an den Zahlen, die es in der Zwischenzeit gibt, die derzeit hospitalisiert sind und auf Intensivstationen sind. Das sind zu einem überwiegenden Teil, also fast zur Gänze, ungeimpfte Personen. Und wir wissen auch, wie tragisch das ausgehen kann. Wir wissen, dass es nachweislich mehr als 10.700 oder 800 Menschen gibt, die in Österreich im letzten Jahr an der Pandemie verstorben sind, und zwar sehr qualvoll verstorben sind, sehr einsam verstorben sind. All das sollte man sich vor Augen führen und sollte einem auch klar sein, dass man dieses Risiko vermeiden kann. Genauso wie wir das vor 50 Jahren mit der Impfung gegen Kinderlähmung tun konnten, die ja auch eine Geißel der Menschheit war und die wir in der Zwischenzeit durch die Impfung ausrotten konnten, und zwar mit einer ganz einfachen Schluckimpfung. Niemand kann sagen, dass der Stich in den Oberarm mit der Impfung gegen Covid-19, egal mit welchem Impfstoff, so schmerzhaft sein kann, dass man es nicht ertragen kann. Das wäre lächerlich. Da gebe ich Ihnen natürlich recht. Dann habe ich noch eine moralische oder eine Grundsatzfrage an Sie. Wir haben im Moment gerade die Situation, dass jeder, zumindest ab 12 Jahren, dass jeder sagen kann, ich lasse mich impfen. Also jeder kann für sich selber entscheiden, und auch wenn er sich entscheidet, dann kann er sich auch sofort impfen lassen. Also wir haben mittlerweile genug Impfstoff im Land, dass eben jeder auch wirklich geimpft werden kann, wenn er möchte. Gleichzeitig kann aber auch jeder dann für sich entscheiden, na gut, wenn ich nicht will, dann lasse ich mich nicht impfen. Auch wenn ich daraufhin die Gefahr habe, dass ich vielleicht dann erkranke und dass es auch schwerwiegender verlaufen kann. Kann man da nicht einfach sagen, okay, wir lassen einfach jetzt alle Corona-Maßnahmen fallen, wir machen einfach alles auf und sagen, gut, jetzt hat jeder die freie Wahl. Was würde das bedeuten? Das wäre ein großes Risiko für unser Gesundheitssystem, und zwar nicht nur für die, die Corona bekommen, sondern für jeden von uns, der einen Unfall hat, der eine schwere Krankheit hat, der gar nichts dafür kann, dass sich viele nicht impfen lassen wollen. Aber plötzlich wäre das Gesundheitssystem so überlastet, dass wir nicht mehr die Sicherheit gewährleisten können, die bestmögliche Versorgung für jeden Patienten oder für jede Patientin sicherzustellen. Und das wäre eine ganz große Gefahr. Daher kann die Regierung das auch so nicht machen. Aber es sollte jeder wissen, der sozusagen ohne medizinischen Grund, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, ohne medizinischen Grund sich nicht impfen lässt, aus irgendwelchen möglicherweise sehr obskuren Ängsten, die geschürt werden von teilweise Corona-Leugnern, teilweise Menschen, die Falschmeldungen verbreiten, dass er damit nicht nur sich selbst gefährdet, sondern natürlich auch viele andere gefährdet, weil er Krankheitsträger sein kann, also weil er die Krankheit in einem hohen Maße weitergeben kann und damit auch nicht sehr sozial handelt.